Guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde des Kopfbahnhofs, liebe Widerständlerinnen und Widerständler. Ich begrüße euch alle herzlich zum zweiten großen Ratschlag hier im Rathaus. Ich begrüße auch diejenigen, die im kleinen Sitzungssaal sind und die, die im Schocken, der uns freundlicherweise seinen Raum zur Verfügung gestellt hat. Es ist wirklich wunderbar, dass so viele von euch gekommen sind. Man hätte uns ja schon gerne für tot erklärt. Nein, wir sind hier und wir sind viele. Der zweite große Ratschlag wurde initiiert vom Parkschützerrat und gemeinsam organisiert und getragen von SOS, den Anstiftern und dem Aktionsbündnis. Mit diesem Ratschlag schaffen wir uns einen Rahmen, gemeinsam noch weiter ins Gespräch zu kommen, uns auszutauschen, zuzuhören, Neues zu erfahren, Ideen umzusetzen und uns mit anderen zu vernetzen. Für den Markt der Möglichkeiten haben sich sehr viele Gruppen angemeldet, die auch spannende Arbeitsgruppen bieten. Eine große und breit in der Bewegung verankerte Vorbereitungsgruppe hat den Ratschlag geplant. Wir haben großen Wert darauf gelegt, dass wir so viel Raum wie möglich für die Beteiligung aller Interessierten geben können, sowohl im Vorfeld als auch während des Ratschlags. Eure vielen und engagierten Rückmeldungen auf die Fragen, die waren phänomenal. Wir haben sie ausgewertet und stellen sie nachher vor. Dieser zweite Ratschlag ist inhaltlich weiter gefasst als der erste, da ja das Wahnsinnsprojekt S21 sehr viel mehr Belange berührt als nur einen Bahnhof. Die Zerstörung unseres Parks und die massiven Abholzungen machen es nötig. Sorry, es tut einfach immer noch weh. Also das macht es nötig, unseren Standort neu zu bestimmen. Standortbestimmung einerseits und Prozess der Zusammenarbeit andererseits ist die Grundlage dieses Ratschlags. Anstoßen wollen wir, fördern und ihr eine Richtung finden. Daher beginnen wir mit einem Überblick, um zu sehen, wo der Widerstand steht und um ein Stimmungsbild zu erstellen. Aus diesem Grund haben wir euch vorab die Fragen geschickt und auch ausgewertet. Über die Ergebnisse könnt ihr euch nachher austauschen und in einem Punktebild sehen, wo sich die hier Anwesenden zu diesen Fragen sehen. Die Stärke unseres Widerstands sind die vielen verschiedenen kleinen und großen Gruppen, die ihre Kräfte in einem Bereich bündeln und intensivieren. Ihre Arbeit ist oft nicht sichtbar, aber nichtsdestotrotz ungeheuer wichtig. Sie sind die lebendige Basis, die den Widerstand nährt. Dort wird er praktisch weitergetragen. Wir haben heute die Chance, mit vielen Menschen die Keimzelle eines neuen Zyklus, passend zum Frühling, einer neuen Saat zu legen, um den Widerstand neu weiter fortschreiten zu lassen. Eure Gedanken und Aktionen wandern von heute weiter ins Land hinein, bis wir uns beim dritten Ratschlag wiedersehen. Als nächstes wird der Thomas Becker kurz einen Ablauf des heutigen Programms geben. Danke.